Komisch, ich habe gar nichts bestellt. Du siehst, das war ich. Das ist meins. Was ist da drin? Weihnachtskostüme für... Was? Wow. Das sollten Weihnachtskostüme für Barbie-Puppen sein. Was soll das heißen? Die Bestellung wurde vertauscht. Es spielt keine Rolle, ob es vor Weihnachten ist und ihr beschäftigt seid. So viele Ballons. Was werde ich den Mädels sagen? Ich habe sie hängen lassen. Eigentlich können wir das wieder hinkriegen. Komm schon. Hallo Leute. Heute helfe ich Sam, Barbie-Puppenkleider für Weihnachten zu machen. Susi, ich habe verschiedene Stoffe mitgebracht. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Warum brauchen wir Stoff, wenn wir die Ballons haben, die sie dir versehentlich geschickt haben? Meine Damen, meine Herren, ein Daumen hoch für ungenähte, ungeklebte Kleider. Genau. Zuerst schneiden wir die Spitze des roten Ballons ab. Und dann auch den unteren Teil. Genau so. Leute, seid mit der Schere vorsichtig. Sie ist kein Spielzeug. Bitte sonst einfach einen Erwachsenen um Hilfe. Wow. Das Kleid sieht so schick aus. Richtig toll. Glaubst du, wir sind fertig? Wir fangen gerade erst an. Wir verpassen dem Kleid noch eine weihnachtliche Verzierung. Wir machen so einen weißen Streifen. Oh, interessant. Weißt du, das erinnert mich an etwas. Ich weiß nur nicht was. Es liegt mir auf der Zunge. Schau genau hin. Du hast noch ein bisschen Zeit, es zu erraten. Und hier kommt jetzt dieses kleine, aber wichtige Detail hin. Mit einer leichten Handbewegung wird es dann zu einem schicken schwarzen Gürtel. Ich weiß jetzt. Dieses Kleid sieht genauso aus wie aus dem Film Girls Club. Stimmt, genau, Sammy. Und hier ist die Silberschnalle. Aber es gibt ein Problem. Ich habe den Barbie-Puppen versprochen, sie würden einzigartige Kleider bekommen. Das kriegen wir schon hin. Wir pappen das Ganze mit einer bunten Boa auf. Es war hier. Ich erinnere mich genau. Komm schon, wo ist es? Das ist komisch. Hast du schon wieder was verloren, Susi? Danke, dass du es gefunden hast, Sammy. Aber ich glaube, es steht unseren Barbies besser als dir. Was denkt ihr, Leute? Gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr zustimmt. Kein Outfit ist ohne tolle Schuhe komplett. Genau das brauchen wir. Ziehen wir sie an. Hopp. Der Rat der Stilikone ist Gold wert. Vielen Dank, Herr außergewöhnlicher Modegeschmack. Das Kleid ist toll geworden. Man sieht, dass es von einer begabten Modedesignerin gemacht wurde. Oh, Sammy, ich werde ja ganz rot. Leute, ihr wollt euch unser erstes Outfit bestimmt näher anschauen, bevor wir weitermachen. Susi, du hast ohne mich angefangen. Das geht gar nicht. Stimmt was nicht, Sammy? Traust du mir beim Thema Mode nicht? Doch, wie kannst du sowas nur sagen? Aber alles sollte unter meiner Aufsicht geschehen, weißt du? Okay, dann mach mal. Bewerte meine Arbeit. Alles klar. Und? Ich gebe offiziell bekannt, dass dies ein absolut wunderbares, tolles, super cooles Kleid ist. Bin das nur ich oder kommt da noch ein Aber? Aber es sieht nicht wie ein Weihnachtskleid aus, eher wie ein schickes Outfit. Keine Sorge, Sammy, ich habe an alles gedacht. Schau mal her. Diese Idee ist hundertprozentig erstaunlich. Ich weiß. Und ich empfehle, das Outfit mit diesen tollen Schuhen zu ergänzen. Finde ich auch. Toll. Für das dritte Outfit brauchen wir rote und grüne Ballons und eine Schere. Fangen wir mit den roten an. Erster Schritt, die Spitze abschneiden. Dann falten wir ihn auf die Hälfte und machen hier einen kleinen Schnitt. So kriegen wir ein wunderbares Oberteil. Susi, was ist das?
Du solltest etwas traumhaft Schönes machen, nicht nur ein Oberteil. Sammy, als zukünftige Designerin sollte ich sagen, dass es sehr altmodisch ist zu denken, dass Mädchen zu Weihnachten nur Kleider tragen sollten. Und ich werde dir das beweisen. Lass mich nur noch einen Schnitt machen. Der ist schwierig. Was machst du da, Sammy? Ich habe die Formel des perfekten Party-Outfits aufgestellt. Wenn dein Experiment alle Vorgaben erfüllt, werde ich es akzeptieren. Einverstanden. Jetzt falten wir die Hälfte dieses weißen Ballons und machen noch einen Schnitt. Seid sehr vorsichtig, okay? Genau so. Und noch einmal. Da haben wir es. Perfekt. Es ist noch nicht fertig, aber es wird zweifellos sehr elegant aussehen. Schöner Kragen. Jawohl. Übrigens, Sammy, habe ich das Outfit ihrem Körper angepasst, wie du sehen kannst. Also... Ich verstehe schon, Josie. Für einen besonderen Anlass muss man nicht nur Kleider tragen. Tragt, was auch immer ihr wollt. Hosen oder sogar kurze Hosen. Und wie findest du diese Stiefel, Sammy? Fabelhaft. 10 von 10 Punkten. Also Leute, was denkt ihr? Wenn ihr denkt, das Experiment ist gelungen, Daumen hoch. Wir fangen mit dem neuen Kleid so an wie vorhin auch. Leute, wir haben schon einige Ballonkleider gemacht. Und ihr wisst, wo ihr diese Videos findet. Auf unserem Kanal natürlich. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, abonniert uns, damit ihr sie nicht mehr verpasst. Ich verstehe nicht, warum du diese Streifen machst. Oh, das ist einfach. Sie werden träger. Du wirst schon sehen. Und der Rest wird zum Kleid, richtig? Genau. Verzieren wir es etwas. Das wird ein Pelzbesatz. Ich glaube, das wird eine tolle Verzierung für ein Weihnachtspartykleid. Susi, ich überlege die ganze Zeit. Vielleicht sollte ich mich auch irgendwie schick machen. Dieser Hut ist interessant. Hast du auch etwas, du weißt schon, Klassischeres? Irgendwas in die Richtung schwarze Krawatte? Ich habe eine schwarze Krawatte. Eine schwarze Krawatte ist kein Kleidungsstück. Es ist eine Kleiderordnung. Weiße Krawatte steht für die formalste Art. Schwarze Krawatte ist weniger formal. Da sollte man einfach nicht so helle Kleidung tragen. Es ist denn so gut? Du siehst immer perfekt aus, Sammy. Aber jetzt noch mehr. Und unsere Puppen brauchen Schuhe, oder? Susi, das Kleid mag ich am liebsten. Was denkt ihr, Leute? Das wird unser letztes Outfit für heute, Leute. Es wird sehr interessant und nicht so einfach. Nehmen wir einen grünen Ballon. Schaut mir genau zu, Leute. Natürlich ist es nicht so schwierig, wenn ihr es macht wie ich und ordentlich arbeitet. So wie hier. Susi, was wird das? Sammy! Susi? Lenk mich nicht ab. Wo war ich? Ach ja, jetzt müssen wir den Ballon so falten. Leute, es ist nicht schlimm, wenn ihr einen Fehler macht. Nehmt einfach einen anderen Ballon und fangt nochmal an. Aber es ist besser, wenn alles beim ersten Mal klappt. So sollte das Ganze dann aussehen. Es sieht wie ein lustiges Monstergesicht aus. Als ob es schreit. Sam, hör bitte mit dem Krach auf. Ich muss mich konzentrieren. Los geht's. Hopp. Wie findest du es? Sie sieht ein bisschen wie Rotkäppchen aus, nur in einem grünen Top. Wir machen den Rest des Kleids aus einem anderen Ballon. Susi, was ist mit den passenden Schuhen? Aber ich bin doch noch gar nicht fertig. Leute, manchmal hat er es echt eilig. Wenn du mich fragst, würden diese hier dazu echt gut passen. Aber Sammy, es ist eine Weihnachtsfeier. Sie findet im Winter statt. Aber es ist so hell draußen. Ich habe mich über Schnee belesen und er reflektiert Licht, weißt du? Okay, aber ich finde nicht, dass eine Brille zum Outfit passt. Hast du nicht eine andere Idee? Ah, weiß nicht. Können wir aus diesem Ballon eine Schleife machen? Toll, danke Sammy. Und das ist alles, was wir brauchen. Vergesst nicht, zuerst die Länge auszumessen. Perfekt. Du machst es falsch.
Schleifen trägt man auf dem Kopf, nicht auf den Händen. Du hast mich mit diesem Ballon auf eine Idee gebracht. Er ist perfekt, um lange Ärmel zu machen. Ich gebe es ungern zu, aber deine Idee ist cooler als meine. Leute, schaut mal. Wir schneiden hier kleine Löcher für die Daumen rein. Ich sehe dieses Kleid und höre es förmlich nach Verzierungen schreien. Und ich kann es herbeizaubern. Bibidi, bobidi, abonnenti. Was sagst du, Susi? Ich liebe es. Genau wie diese Schuhe. Meine Rede. Und wir sind fast fertig. Sind alle bereit? Es ist Partyzeit. Schick. Dank dir, Sammy. Dank uns, Susi. Leute, wenn ihr unsere Kleider mögt, gebt uns einen Daumen hoch. Klickt auf die Glocke, damit ihr unsere nächsten Videos nicht verpasst. Und vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Tschüss. Meine Damen, wollt ihr tanzen? Verstehe mich irgendwie langweilig.